Über 30 Jahre ist es her, dass Prinz Charles das letzte Mal in Wien weilt. Doch alle royalen Fans dürfen sich jetzt freuen, denn der britische Thronfolger kommt mit seiner Frau Camilla Anfang April nach Österreich. Das Büro von Prinz Charles verrät am Donnerstag das ganze Besuchsprogramm der Royals. Auch der britische Botschafter Lee Turner hierzulande freut sich. Turner retweetet das Posting und schreibt noch dazu: Tolle Nachrichten. Am 5. April steht ein Treffen mit Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in Wien auf dem Programm. An diesem Tag bleibt es politisch, denn laut dem Bundeskanzleramt ist auch ein Treffen mit Kanzler Christian Kern vorgesehen. Geplant ist auch ein Besuch des britischen Thronfolgers bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Der 68-jährige Charles soll dort an Diskussionen über die Bekämpfung moderner Sklaverei und über Religionsfreiheit teilnehmen. Wie die britische Botschaft in Wien sagt, soll dabei auch die Kooperation zwischen Großbritannien und Österreich bei der Bekämpfung von internationalem Menschenhandel thematisiert werden. Neben den politischen Terminen darf der kulturelle Part nicht zu kurz kommen. The Prince of Wales und die Duchess of Cornwall wollen einer Probe der Wiener Philharmoniker beiwohnen und die Originalmanuskripte von Komponisten wie Mozart oder Brahms im Archiv des Musikvereins besichtigen. Danach wollen die Royals noch einen Blick in die spanische Hofreitschule werfen. Als vorerst letzter Programmpunkt ist ein Bio-Heuriger genannt. Charles und Camilla wollen sich über die österreichische Weinproduktion informieren. Österreich ist dabei nur eine Station der Reise durch Europa. Der britische Thronfolger und seine Frau werden zwischen 29. März und 6. April insgesamt 4 Länder besuchen. Die Tour wird in Rumänien beginnen, danach folgen Italien, der Vatikan und Österreich. Über den offiziellen Twitter-Account heißt es: Im Mittelpunkt der Reise stehen die Beziehungen des Vereinigten Königreichs zu seinen Partnern, vor allem in den Bereichen sozialer Zusammenhalt, militärische Bindung und Bekämpfung des Menschenhandels. Als ältester Sohn der Queen hat Charles bereits Österreich mehrfach im Rahmen offizieller Visiten bereist. Für Camilla ist es der erste offizielle Besuch.